Gut, herzlich willkommen zu Netzwerksicherheit, erster Teil. Hier geht es mir darum, wir möchten uns gern schützen vor jeglichen Hackerangriffen und wir möchten uns gern beschützen. Und wir möchten gern diesen ersten Einstieg sagen, was ist da jetzt wichtig? Speziell Netzwerksicherheit hat gerade voll viele Komponenten und ist ja sehr ein beliebtes Thema und ein wichtiges Thema. Wir müssen uns irgendwie abwehren können. Ich vergleiche das aber ein bisschen, wenn man jetzt irgendwie Karate geht oder Jiu-Jitsu oder irgendwie einen Kampfsport macht und man möchte sich da gern verteidigen und man ist ja da selber vielleicht gar kein so aggressiver Mensch. Aber damit man sich irgendwie verteidigen kann, muss man diese einzelnen Komponenten auch ein bisschen erlernen. Und es gibt eigene Studien dazu und es gibt eigene Sachen dazu und deswegen, das möchte man uns heute ein bisschen genauer anschauen. Und so im ersten Teil, so im ersten Ausblick einmal, geht es jetzt darum, einmal, wenn man jetzt mit Hacking und Cracking gibt es da ein paar verschiedene Begriffe und zum Beispiel White Hatting oder Black Hatting gibt es Begriffe, die für uns voll wichtig sind im Hacking-Bereich. Und das erste ist so, ich verwende auch dieses ein Teil von diesem Buch da. Und das Erste, was ich da immer verwende, alle, die jetzt Krieg der Sterne kennen, die kennen da irgendwie, oder Star Wars, die kennen, okay, da gibt es die dunkle Seite der Macht und da gibt es die Jedi-Ritter, die gute Seite der Macht, irgendwie so. Und das ist auch so ähnlich irgendwie beim Hacken. Da gibt es irgendwie die guten Hacker, die halt irgendwie Sachen beschützen oder irgendwie Sachen auf so Sicherheitslücken irgendwie hinweisen. Die nennt man die White Hats. Und dann gibt es also die bösen Hacker, die irgendwie so, die gerne irgendwie was zerstören oder einbrechen oder irgendwas stehlen wollen. Und das sind die Black Hats. Also ganz eine wichtige Geschichte in dem Bereich, dass man da das ein bisschen unterscheiden kann. Das ist so ein bisschen auch wie mit dem Erlernen der Macht. Kann man sich das auch ein bisschen vorstellen, dass man die gibt es diese zwei Welten, die irgendwie aufeinanderprallen. Und wenn man irgendwo arbeitet, dann hat man oft da in solchen großen Firmen, die haben dann so White Hat Hacker, haben die irgendwie angestellt und die müssen halt Sachen erledigen, wie halt da und die müssen wie ein böser Hacker, also wie Black Hat. Und die müssen einfach Sachen auch machen, wie andere Leute. Das heißt, die müssen irgendwie so denken wie böser und so machen wir böser. Und das Erste, was jetzt beim Hacken eine wichtige Komponente ist, ist, das sind so Penetrationstests, das Penetration Testing. Und da geht es ein bisschen darum, so, dass man Sicherheitslücken aufdeckt und dass man vielleicht sagt, okay, wie groß ist da jetzt die Schwachstelle da drinnen und dass man da irgendwie sagt, okay, das ist irgendwie gefährlich. Und da muss man irgendwie ein bisschen überlegen, was möchte ich denn machen? Möchte ich eine Schwachstelle machen? Möchte ich irgendwo eindringen? Möchte ich irgendwie Informationen beschaffen? Möchte ich vielleicht sogar ein System lahmlegen? Es sind ja gewisse Komponenten, sind ja oft sehr unterschiedlich. Manchmal in manchen Systemen ist es ganz einfach, dass man dieses System lahmlegt. Manchmal ist es aber total schwierig, dass man zum Beispiel Informationen sich beschafft. Was bringt mir das, wenn ich zum Beispiel in eine Bank einbrechen würde und dann würde die Bank Bankomatkarten lahmlegen? Das würde mir nichts bringen, wenn ich nicht irgendwie den Sinn hätte, mich vor einem Einbruch zu schützen. Das heißt, es ist immer total wichtig, dass man dieses ethische Hacking und so auch ein bisschen bedenkt und so und dass man nicht einfach gleich glaubt immer, dass das Ganze auch was Böses ist, weil Kampfsport ist auch nichts Böses an sich. Das heißt, die hat auch wichtige Komponenten, die für uns auch da drinnen sind. Das heißt, das müssen wir irgendwie da einmal als erster Schritt einmal verstehen. Und wenn ich jetzt diese verschiedenen Stufen irgendwie durchgehe, dann geht es mir darum, was machen irgendwie so Leute? Und wie heißen so Leute? Und da haben wir gesagt, ah, es gibt Leute, die heißen halt irgendwie Black Hats und es gibt Leute, die heißen White Hats. Aber diese Black Hats heißen auch oft so Cracker. Gell? Die möchten irgendwie
gewisse Sachen auch zerstören und so. Und da gibt es Denial of Service oder Distributed Denial of Service und so weiter und so weiter. Also das ist für uns eigentlich wichtig. Und wenn ich jetzt so verschiedene Grundvoraussetzungen mal gehe, und heute geht es ja nur um meinen ersten Teaser mal, dass wir wissen, was braucht man denn dazu. Es gibt einen Haufen Betriebssysteme, die wir kennen. Es gibt Windows, es gibt Mac und es gibt Unix-Systeme und so. Und wenn ich jetzt aber wirklich Sachen steuern möchte und wenn ich jetzt irgendwie Sachen ändern möchte, dann brauche ich ein System, das ich ja wirklich voll viel einstellen kann. Das heißt, um jetzt irgendwie mich sichern zu können, um jetzt mich beschützen zu können, aber auch um jetzt Sachen anzugreifen zu können, brauche ich ein Betriebssystem, wo ich ganz viel einstellen kann. Und das ist leider nicht der Fall bei Windows-Systemen und das ist leider auch nicht der Fall bei Mac OS X. Also zwar grundsätzlich kann man bei Mac OS X mehr einstellen als wir bei anderen Sachen, aber es ist grundsätzlich nicht viel möglich. Das heißt, wenn ich da irgendwie hergehe und irgendwie überlege, was könnten da irgendwie machen, dann ist zuerst einmal wichtig, was für Systeme verwende ich daher. Und grundsätzlich kann man sagen, alle Unix-Systeme sind irgendwie konzipiert für das, dass ich da wirklich viele Sachen einstellen kann. Wir werden uns dann auch das Aufsetzen von solchen Unix-Systemen anschauen, wie zum Beispiel Red Hat oder Debian oder SUSE und so weiter. Und da gibt es ein eigenes Unix-System, ein eigenes Linux, das konzipiert ist für Netzwerksicherheit. Und das werden wir uns auch ein bisschen genauer anschauen. Und das heißt Kali Linux. Und Kali ist dazu da, dass man wirklich auch Netzwerksicherheitssachen auch umsetzt, dass man das auch macht. Und wenn wir uns das ein bisschen dann genauer anschauen, dieses Kali, dann ist da für uns wichtig, dass wir überlegen, okay, wir müssen mal lernen, wie wir können mit gewissen Sachen auch gut funktionieren. Der große Vorteil ist, dass dieses System komplett gratis ist. Also alle Unix-Systeme, die es gibt, sind halt gratis. Und dieser Vorteil von dem ist auch, dass ich diese Tools, die ich da habe, die kann ich total gut für verschiedene Sachen einstellen. Und das ist auch total spannend. Und wenn ich jetzt so verschiedene Systeme habe auf so einem Unix-System, dann ist immer ganz eine wichtige Schicht für uns wichtig, um jetzt gewisse Software installieren zu können, egal was man dann später für Unix-Systeme arbeitet. Da gibt es so einen Paketdienst, der kann uns gewisse Software-Sachen installieren, wenn ich jetzt irgendwas installieren möchte. Und mit dem kann ich einfach total klasse verschiedene Komponenten super pimpen. Und der heißt apt-get. Und der ist voll ein praktisches Verwaltungssystem, mit dem ich Software-Systeme wirklich super installieren kann oder deinstallieren kann oder einfach große Probleme, die es bei anderen Softwareinstallationen gibt, lösen kann. Jetzt stellen wir uns vor, wie gesagt, bei Windows haben wir oft so Probleme, wenn wir irgendwie einen Haufen installiert haben und dann tun wir alles wieder deinstallieren, dann schaut das auf den ersten Blick so aus, dass wirklich diese Softwarekomponenten verschwunden sind. Aber oft ist das Problem, dass da voll viele verschiedene Komponenten von dem Zeug ist immer noch vorhanden. Das heißt aber, wenn man zum Beispiel wirklich ein schlaues Tool hat, wie zum Beispiel apt-get, dann kann ich das super Sachen installieren, kann aber das super praktisch deinstallieren. Und das werden wir uns dann genauer anschauen, weil ich möchte euch dann auch da ein bisschen Kali zeigen, wie man da mit dem ein bisschen umgelernt, damit man das Ganze ein bisschen genauer haben. Wenn wir uns irgendwelche solchen Tools anschauen, das werden wir uns genauer anschauen, wie das Ganze mit apt und so weiter funktioniert. Das ist dabei jetzt nicht so wichtig, sondern mir geht es eher wichtiger, welche anderen Tools können wir noch verwenden, um uns das mal jetzt so grundsätzlich mal aufbauen. Heute ist so die Einleitung zu dem Ganzen. Und um jetzt den ganzen Traffic mal auf einem Windows-Rechner nochmal grundsätzlich zu überprüfen und zu analysieren, da gibt es auch ein Tool und das heißt Wireshark, okay? Also Wireshark Drahthai, okay? Also Wireshark, okay? Und
Wire, das geht mal von Wireless, gell, also drahtlos, gell. Und mit diesen Tools kann man auch schon mal relativ viel machen. Und das heißt, so als Grundvoraussetzung war schon mal cool, dass ich einmal versucht, dieses Wireshark auf einem Windows-Rechner oder auf einem Mac-Rechner zu installieren. Und wenn es wirklich einen Rechner habt, wo ihr denkt, mal, okay, ich möchte probieren, ein zweites Betriebssystem raufzutun oder ich möchte probieren, dieses Live, es gibt eine Live-Installation von diesem Kali, euch anzuschauen, dann probiert es das mal aus und schaut sich das mal an, dass wir wirklich das mal durchgehen. Dass wir es mal ein bisschen gewohnt werden. Ich werde euch da im zweiten Teil einmal zuerst einmal ein bisschen so als soziale Aspekte zu sagen und mal die wichtigsten Grundvoraussetzungen da weitergeben. Und im dritten Teil schauen wir uns dann wirklich Kali mal an, was man da mit dem extrem schnell und alles machen kann. Also für den ersten Teil einmal schaut sich das mal an, probiert einmal das mit dem Kali ein bisschen durchforsten, aber vielleicht habt ihr auch irgendwie Zeit, dass ihr euch sogar was installiert. Spezieller Wireshark ist eine voll spannende Software, kostet nichts, ist auch total praktisch. Also bis zum zweiten Teil, wenn es dann mit Netzwerk Security weitergeht. Und da werden wir uns das Ganze gut anschauen. Ich bedanke mich für heute, bis zum nächsten Mal.